Was geht, Leute? Mein Name ist Laso. Es ist schon 2 Monate her, seitdem ich mein letztes Video rausgehauen habe. Und in den 2 Monaten ist relativ viel passiert. Und ich habe auch sehr viele Dinge erlebt. Um ehrlich zu sein, ich hatte Stress mit Seitenziffer. Es ist eine lange Geschichte, aber ich fasse sie euch kurz zusammen. Einmal waren meine Seiten sehr lang und ich habe Seitenziffer angerufen und gesagt, yo, kannst du meine Haare schneiden? Der meinte, kein Problem, ich bin in 10 Minuten da. Nein, er meinte, kein Problem, ich bin in einer Sekunde da, weil er kommt ja mit Lichtgeschwindigkeit. Und dann war er mit Lichtgeschwindigkeit da und hat an meiner Tür geklingelt. Hab die Tür aufgemacht, ich so, was geht, Seitenziffer, bra. Lange nicht mehr gesehen und dann hat er mich mit dem Gesicht angeguckt. Ich so zu dem, Ziffer, bra, was los? Bist du heute gestresst? Er meinte dann zu mir, dass er sein Ustura verloren hat. Ich habe ihm gesagt, kein Problem, bra. Komm, ich helfe dir, wir suchen zusammen. Wo hast du es verloren? Dann hat er zu mir gesagt, bist du dumm, Laso? Und ich so, wie redest du mit mir? Dank mir hast du überhaupt deinen Namen auf YouTube. Daraufhin hat er mich mit diesem Gesicht hier angeguckt und hat die ganze Zeit geatmet. Ich so, Seitenziffer, warum bist du jetzt so frech, Mann? Was ist los bei dir? Wenn du einen schlechten Tag hast, sag Bescheid. Danach hat er gesagt, scheiß drauf, lass uns nicht streiten. Ich hole meinen Ersatz-Ustura raus. Ich habe mich dann bei Ziffer entschuldigt. Ich habe gesagt, tut mir leid, Bra. Ich war auch ein bisschen frech zu dir. Er so, tamam, wie willst du deine Haare haben? Setz dich hin. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe gesagt, Bruder, ich möchte meine Haare diesmal anders. Ich möchte nicht Seiten auf Ziffer haben. Dann lässt du seinen Ustura fallen. Tack. Was hast du gerade gesagt? Ich habe nochmal wiederholt. Bra, ich möchte diesmal was anderes haben. Ich möchte nicht wie immer Seiten auf Ziffer haben. Das ist ein bisschen langweilig geworden. Der guckt mich mit dem Gesicht an. Er sagt, ich soll wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Und ich habe einfach wiederholt, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, bra, kein Bock mehr. Seiten auf Ziffer. Das zieht einfach nicht mehr, bra. Die Tussen lutschen nicht mehr meine Eier, seit ich 10-mal hintereinander Seiten auf Ziffer hatte. Und da wollte ich gerade sagen, scheiß drauf, mach meine Seiten doch auf Ziffer. Weil ich wollte Streitigkeiten aus dem Weg gehen. Klatsch, mit Lichtgeschwindigkeit von der Seite. Der gibt mir einfach eine Schelle. Und dann krieg ich so die Schelle. Ich mach so. Meine ganze Backe hat geblutet, Alter, wegen der Schelle. Ich sag zu ihm, spinnst du? Und dann guckt er mich mit dem Gesicht an und sagt mir, du hast übertrieben, ich schwör auf meine Mutter, du hast übertrieben. Ich sag zu dem, was für übertrieben, Mann? Ich wollte doch einfach einen ganz anderen Haarschnitt, Mann. Was geht bei dir, Mann? Meine ganze Backe blutet, Alter. Was geht bei dir, Mann? Und dann, ich wollte ihm gerade eine verpassen. Der steht nicht mehr vor mir, der ist so hinter mir. Hinter mir einfach so ein Gesicht, so. Ich guck nach hinten. Ich sehe Seitenziffer. Klatsch, in Lichtgeschwindigkeit. Der gibt mir 2. Schelle hier auf Backe. Könnt ihr euch vorstellen, wie es wehgetan hat? Die 1. Schelle hat meine Backe zum Bluten gebracht. Aber die 2. Schelle, da hat Seitenziffer ein bisschen mehr Kraft angewendet. Meine ganze Backe, zack, die war weg. Man sieht so Knochen und alles hier auf meinen Backen. Ey, ihr denkt gerade, das ist ein Film, ich mach keinen Spaß. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaltet das Video weg. Nach der 2. Schelle, ich mach so, ich sehe so Knochensplitter auf meiner Hand. Von meinen Wangenknochen, von meinen Backen hier. Hier. Überall Knochensplitter. Ich denke mir so, jetzt fick ich dich, Lan, jetzt fick ich dich. Ich pack schnell ein Haar von Seitenziffer, ich esse es auf. Ich verwandle mich in Seitenziffer, so. Ich drehe mich so wie Baby, boom, ich werde auf einmal Seitenziffer. Und was danach passiert ist, war Film. Ich gebe den so zack in Lichtgeschwindigkeit Faust, der weicht aus in Lichtgeschwindigkeit. Der gibt mir Kniekehle gegen Gesicht mit Lichtgeschwindigkeit, ich weich aus mit Lichtgeschwindigkeit. Ich pack den so an den Hals mit Lichtgeschwindigkeit. Ich drück den gegen Wand und dann renne ich so mit Lichtgeschwindigkeit, während ich ihn noch an der Wand drücke. Die ganzen Wände waren kaputt von meinem Zuhause. Wir mussten Bauarbeiter und so engagieren, die mussten die Wände wieder neu machen und so komplett neue Steine und so machen und die Wände komplett neu streichen. Deshalb war ich ja 2 Monate weg, das hat übel lange gedauert. Auf jeden Fall, ich pack den so gegen die Wände, ich schleife den so an die Wand, so in Lichtgeschwindigkeit, zack, 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 zack. Seine Kopfform ist normalerweise so. So richtig spitz am Ende. Danach, sein Kopf war einfach wie Papier. Ich hab den einfach geschleift, sein Kopf, so. Da hat man nur so eine dünne Papierschicht gesehen und sein Gesicht. Sein Gesicht kennt ihr ja hier. Aber eine Sache müsst ihr noch wissen, ich habe vergessen es euch zu sagen. Seitenziffer, er schlägt nicht nur in Lichtgeschwindigkeit, er rennt nicht nur in Lichtgeschwindigkeit, er heilt auch seine Verletzungen in Lichtgeschwindigkeit. Deshalb, es hat nur 2 Minuten gedauert, zack. Er hat wieder sein normales Gesicht bekommen. Oh, ich sehe, der rastet aus. Und seine Haare gehen ja nach oben. Der kriegt einfach so lange Haare. Zack, 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 zack. Ich denke mir so, was geht, ey?
ey, der fickt mich jetzt komplett, ey, was geht, ey? Und es hat nicht mehr lange gedauert, bis meine Verwandlung weg war und ich wieder der normale Laso war. Ich musste mir was überlegen, ey, ich wäre komplett gefickt, der hätte mein Leben auseinandergenommen. Ich gehe so zu dem hin, der steht so vor mir, so wie so ein Vater, der ist so 10 Meter groß, ich bin so die Hälfte von ihm, 5 Meter. Und dann, ich guck so nach oben und der guckt so nach unten, so übel sauer, mit so langen Haaren. Ich hab geredet, ich hab richtig emotional was gesagt über unsere Freundschaft und so. Bruder, wir haben voll viel erlebt. Wir sind jetzt schon so lange befreundet. Und dann habe ich so geredet. Sollen wir jetzt wegen so einem scheiß Streit unsere Freundschaft ficken? Und dann habe ich so geredet. Ich wollte aus der Situation rauskommen, so. Ich hatte nur noch 2 Minuten Verwandlungszeit, bis ich zu dem normalen Laso geworden bin. Ich hab geredet. Ich hab richtig emotional was gesagt über unsere Freundschaft und so. Zack. Seine Haare kehren wieder zu normalen Zustand zurück. Seine Kopfform wird wieder normal. Er hat nicht mehr so viele Muskeln. Er ist nicht mehr so riesig. Er wird wieder ganz normal. Ich hab geredet. Ich hab richtig emotional was gesagt über unsere Freundschaft und so. Da habe ich gesagt, weißt du was, Seitenziffer? Mach meine Seiten auf Ziffer. Dann hat er meine Seiten auf Ziffer gemacht. Hab gesagt, ciao, Bruder, wir sehen uns nächstes Mal. Und dieser Kampf hat irgendwie 3 Stunden oder so gedauert. 3 bis 4 Stunden ungefähr. Wir haben rechts, links, zack, ausgewichen. Und was ich euch auf den Weg geben will, beendet niemals eure Freundschaften wegen eines Haarschnittes. Doch die Worte kommen nicht von mir. Zitat, Albert Einstein, 1870. Könnt ihr nachschlagen, im Internet, gibt's überall. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, das war eine kurze Real-Life-Story. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde, denke ich mal, schon wieder aktiv sein. Und ich werde auch bald meinen Track raushauen. Bald, also nicht mehr lange. Ich arbeite zurzeit dran.